Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video, worauf sehr viele Leute gewartet haben. Fragnoxy 3 ist am Start und ja, was soll ich sagen? Im letzten Video meinte ich ja so, zum Ankündigung meinte ich ja so, ja, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, ein bisschen Glück kommt ihr dann in die nächste Folge, aber da wusste ich noch nicht, dass einfach mal 150 Fragen reinkommen. What the fuck, ihr seid ja komplett eskaliert. Das freut mich sowas von riesig. Vielen Dank dafür, wirklich. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dieses Fragnoxy jetzt als Zweiteiler zu unterteilen und dann das Ganze einfach mal öfter zu machen. Und bevor wir hier weiter rumlabern, würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Also heute glaube ich 10 bis 12 bis 13 Fragen nur. Es ist sehr wenig im Vergleich, aber ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Und ja, wir fangen mal an mit der ersten Frage. Die erste Frage kommt von Leni Lovegood. Hashtag Fragnoxy, was ist dein Patronus? Mein Patronus ist laut Pottermore ein Fuchs. Warum das jetzt genau so ist, das weiß ich nicht. Das musst du die Patronusgötter fragen. Und dann steht da noch, fällt mir gerade ein, weil ich gerade ein Patronus male. Okay, das ist auf jeden Fall mega cool. Kannst du mir mal ein Bild auf Twitter senden, wenn du das möchtest? Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Die nächste Frage kommt von RhythmArts. Hashtag FragNoxy. Woher hast du denn die nice Render? Und diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Also er meint damit die animierten Skins, die manchmal in Thumbnails eingebaut sind. Und die sind auch vom lieben RhythmArts. Also ich bedanke mich dafür jetzt nochmal in Videoform. Ich habe mich auf Twitter schon bedankt. Ihr könnt ihn gerne mal abonnieren, beziehungsweise einfach mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Und ja, er macht halt Designs und die sind echt gut. Also Leute, ihr seht ja meine Designs, beziehungsweise wenn ich irgendwelche Skins in Thumbnails verbaue, im Stream-Thumbnail, bei FragNoxy im Thumbnail. Und ja, es ist wirklich grandios, also schaut gerne mal bei ihm vorbei. Und ja, das sollte, denke ich, die Frage auch schon beantworten. Rotex fragt, Hashtag FragNoxy, was magst du am meisten an Harry Potter und warum ist in deinem Banner immer noch Hashtag Restart? Ich beantworte erstmal die letztere Frage, warum noch Hashtag Restart drin steht. Ich habe mit einem Designer Kontakt gehabt, der mir das auch gemacht hat, aber momentan habe ich mit dem einfach keinen Kontakt mehr und kann es deswegen schlecht ändern lassen. Der liebe Thomas Butt hatte mir auf Twitter schon mal so mit Hashtag Noxunity dann am Ende geschickt, jedoch wollte ich das dann noch ein bisschen heller haben und erwarte ich, bis es halt nochmal fertig gerendert ist, da mache ich auf jeden Fall auch gar keinen Stress oder so. Aber ja, ich denke, das sollte die Frage ganz gut beantworten. Und die zweite Frage, was magst du am meisten an Harry Potter? Ja, ich muss sagen, die Story, die Charaktere, einfach auch dieses Fandom an sich, einfach die Gemeinschaft, die Community hinter Harry Potter. Aber die Geschichte ist halt auch grandios gemacht, also vom super durchdacht bis super magisch und fantastisch. Und ja, warum mag ich Harry Potter? Das kann man eigentlich, das ist einfach Harry Potter. So. Ja, genau, ich denke, das sollte die Frage ganz gut beantworten, wenn auch jetzt nicht so zuverlässig, aber ja. Die nächste Frage kommt von Honey. Was für Reiseziele hast du? Ich muss sagen, ein Reiseziel erfülle ich mir dieses Jahr schon und das ist nach London fliegen mit meiner Schwester und die Harry Potter Studios besuchen und sonst das Reiseziel, ja, nach Irland würde ich schon mal gerne und vielleicht auch mal nach Amerika und ja, ich denke, das sollte eigentlich passen soweit. Also dann hätte ich mir eigentlich alles erfüllt so von Reisezielen, was ich gerne machen würde. So eine Kreuzfahrt oder sowas wäre halt auch mal chillig, einfach so ein bisschen alles mögliche sehen. Portugal soll auch schön sein und ja, ihr könnt auf jeden Fall mal eure Reisewünsche in die Kommentare schreiben, beziehungsweise Reiseziele, die ihr noch habt. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. Julia L. stellt gleich drei Fragen und zwar Hashtag FragNoxy. Wann hast du vor, mit YouTube aufzuhören? In Klammern, bitte hör nie auf. Oh Mann, das ist so cool. Also, ich denke, ich werde, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall keinen konkreten Plan, wann ich mit YouTube aufhören sollte, beziehungsweise ist auch nicht geplant, weil es ist halt einfach ein Hobby, eine Leidenschaft und es macht einfach so Spaß, mit euch zu interagieren, für euch Videos zu produzieren und das würde ich, glaube ich, für nichts einfach wegschmeißen, so, und ja, also ich denke, ich höre niemals auf, es sei denn, es kommt wirklich etwas dazwischen im Real Life, was mich daran hindert, YouTube zu machen oder etwas irgendwie in die Richtung, was ich nicht mehr vereinbaren kann mit YouTube, dann eventuell schon, aber sonst ist es auf keinen Fall geplant. Mein Kanal wird euch noch sehr lange erhalten bleiben und ich als Person hoffe ich auch und ja, das sollte, denke ich, die erste Frage beantworten. Die zweite Frage, wie viele Abos willst du noch erreichen? Das ist eine Frage, die ist immer ganz schwer zu beantworten, weil man YouTube meiner Meinung nach nicht berechnen kann. Jedoch wäre so ein Traumziel, jetzt, wir sind ja jetzt so ja, knapp über 1000 Abonnenten, ein Traumziel wäre so 30.000 bis 40.000 Abonnenten zu erreichen irgendwann mal und eine kleine, chillige Community aufzubauen. Klar, das ist dann nicht mehr klein, das ist schon mittelgroß, aber so eine mittelgroße Community aufzubauen, wenn die Community jetzt so bleibt, wie sie jetzt gerade ist, dann möchte ich keine viel größere Community haben. Aber wenn sie dann immer aktiver wird, und also was heißt noch aktiver, könnte nicht sein, aber wenn das halt immer mehr Leute werden, die dann so aktiv sind wie ihr gerade, dann würden mir auch 30.000, 40.000 reichen und da bräuchte ich keine 1 Million Abonnenten oder sowas. Also klar, immer größer werden ist cool, aber
Ja, wenn es noch so ein bisschen familiär und chillig ist, ist es auch schön. Also, ja. Ich denke, das soll das ganz gut beantworten. Drittens, was ist dein Ziel mit YouTube? Mein Ziel mit YouTube ist es, Leute zu unterhalten, Leuten den Tag zu versüßen und vielleicht halt einfach Leute ein bisschen vom Alltag abzulenken. Und einfach mein Ding zu machen, Projekte zu verwirklichen, mein Fandom auszuleben, so ein Stück weit mit Harry Potter und ja, euch einfach eine coole Zeit zu machen und mir auch mit meinen Leuten, mit denen ich irgendwas mache. Und ja, ich denke, das sollte die Frage jetzt echt schön beantworten. Dann machen wir direkt weiter mit der nächsten. Gullymotion fragt, Hashtag frag Noxy, wie kommt es dazu, dass du Mod bei DuggyLP bist? Kannst du bitte Donald Trump grüßen? Ja, ich grüße auf jeden Fall Donald Trump und ja, wie ich Mod bei DuggyLP geworden bin, das ist eigentlich relativ auf einem einfachen Wege. Vielleicht ein bisschen anders als andere. Ich habe ihn einfach gefragt, ob ich Mod bekomme, weil wir haben ein bisschen Privatkontakt und ja, da meinte er so, ja, schreib eine Werbung. Und dann habe ich eine richtig witzige, also meiner Meinung nach witzige Bewerbung geschrieben und dann wurde ich Mod. Ende der Geschichte. Keksi fragt, Hashtag frag Noxy, warum ist dein Logo bzw. PB auf YouTube blau und nicht schwarz oder orange? Das liegt hauptsächlich daran, dass die Designer bzw. ich wollte, dass der Designer das so ein bisschen an einen Sci-Fi-Film anlehnt, den ich echt feiere, und zwar Tron. Ich weiß nicht, ob den einige von euch kennen, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, ob ihr den kennt. Und ja, das ist so ein bisschen daran angelehnt und deswegen hätte schwarz oder orange nicht gepasst, weil ich wollte halt Tron-Optik haben. Frag nicht warum, aber vielleicht wird ja irgendwann mal ein Let's Play zu Tron Legacy kommen. Mal gucken, mal gucken. Und ja, das sollte es, denke ich, ganz gut beantworten. Dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. Die nächste Frage kommt von NextPaulQSG. Hashtag fragt Noxy, was hast du von Shisha und rauchst du? Ich muss sagen, ich rauche nicht. Ich habe meiner Schwester mal Shisha geraucht an einem Wochenende oder so. Wenn man mal da ist, macht man das mal. Aber viel und gerne tue ich das jetzt nicht. Und allgemein bin ich auch gegen das Rauchen. Klar, es kann jeder machen, wie er es möchte. Und jeder, ja, jedem das seine so in die Richtung. Aber ich bin jetzt nicht so der größte Fan davon. Aber da sollte jeder seine eigene Meinung vertreten. Aber meine ist halt, ja, eher nicht. Isabella fragt, Hashtag fragt Noxy, was wirst du beruflich einmal werden? Auf welche Schule gehst du, Gymnasium, etc.? Ich beantworte erstmal die letzte Frage und zwar gehe ich momentan auf eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Also ich kann auf jeden Fall mein Abitur machen, was ich auch machen möchte. Und beruflich möchte ich später mal in die Richtung Journalismus gehen, aber auch so ein Stück weit vielleicht, ja, so ein bisschen in Richtung Sprachausbildung, Synchronsprechen oder sowas würde ich halt sehr, 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 sehr gerne machen. Also wenn jetzt jemand zuschaut, der zufällig eine riesengroße Synchronkartei oder Agentur leitet, ich hätte Bock drauf. Und ja, ich denke, das soll die Fragen ganz gut beantworten. Also wie gesagt, Synchronsprecher werden wäre halt wirklich so Traumberuf und ja. Emily stellt gleich drei Fragen und zwar, Hashtag frag Noxy, wann erstellst du dir ein Postfach? Dann könnten wir alle Fanarts und sowas an dich schicken. Ist auf jeden Fall wirklich eine mega coole Idee, aber ich denke, ich verschiebe das Ganze erstmal ein bisschen auf später. Wie mit den Donations und den Spenden, das ist einfach so, ja, keine Ahnung, ich finde es jetzt noch nicht so an der Zeit. Vielleicht in naher Zukunft, vielleicht auch in ferner Zukunft, man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine coole Idee, die ich definitiv im Hinterkopf behalten kann. Und ja, es kamen ja auch jetzt schon voll viele Fanarts rein, was ich voll unglaublich finde und einfach nur cool und ich freue mich wirklich immer riesig über Fanarts und solche Geschichten. Und ja, ich werde mal mit der nächsten Frage weitermachen. Hashtag fragt Noxy, wer ist die coolste Community? Sagt nichts Falsches, die Noxy-Unity. Und ja, die dritte Frage. Hashtag fragt Noxy. Wie lange wird es circa noch dauern, bis der Kurzfilm richtig gedreht wird? Ich weiß, es gab schon ein paar Streams, aber die sind immer ein bisschen unkoordiniert abgelaufen. Ja, das stimmt auf jeden Fall, dass die Streams manchmal ein bisschen unkoordiniert ablaufen, aber dafür sind es halt Streams, ne? Ja, der Kurzfilm wird. Also ich kann jetzt noch nicht keinen genauen Zeitraum sagen, wann der gedreht wird, aber im Endeffekt ist es so, wenn ich die Map fertig habe, wird der Kurzfilm gedreht. Also ich werde jetzt da nicht zwischendrin irgendwas machen, was total übertrieben ist, sondern werde halt erst drehen, wenn die Map fertig ist. Und nein, ihr müsst nicht warten, bis ich Hogwarts im Creative komplett mit allen Details gebaut habe. Das wird am Anfang ja, wie gesagt, weil wir ja momentan nur für den ersten Film den Kurzfilm, beziehungsweise das letzte mit Harry Potter Kurzfilm, geht ja immer noch für den ersten Film. Deswegen baue ich noch nicht das komplette Hogwarts, sondern nur die Teile, die auch wirklich gebraucht werden. Und da es immer noch nur kulissenartig ist, bauen wir es auch nicht so umfangreich wie der liebe Ducky-EP. Und ja, das ist, denke ich, dann wesentlich schneller vonstatten geht als in 4-5 Jahren. Und ich denke, da werden wir alle schnellstens zu einem Ergebnis kommen. Was also ein bisschen wird es natürlich noch dauern, aber dafür ist es ja ein Mammutprojekt. Und ich habe da mega Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Und ja, ich denke, das beantwortet deine Frage.
Jetzt geht es direkt weiter mit nochmal ein paar mehr Fragen. Und zwar von dem lieben Bomlo. Hashtag fragt Noxy, wie heißt du in Real Life? Ich heiße in Real Life Tom. Kommen auch mal andere Projekte. No Hate gegen die anderen, finde ich immer noch klasse. Ja, es werden definitiv andere bzw. weitere Projekte folgen. Eventuell auch irgendwas in Richtung mehr Upload-Tage bzw. mehr Videos die Woche. Jedoch werde ich mir da noch ein bisschen Zeit lassen und gucken, was die Zukunft so bringt. Wann kommt die Facecam? Was die Facecam angeht, möchte ich einfach, dass mein Gesicht nicht so krass im Vordergrund steht, wenn ich ein Gameplay mache, also wenn ich ein Let's Play mache. Dann sollte eher das Commentary oder auch das Gameplay dementsprechend, was natürlich bei mir immer kacke ist, aber trotzdem im Vordergrund stehen und nicht mein Gesicht. Also in Vlogs und so weiter werde ich weitermachen, aber ja, Facecam eher nicht, denke ich. Was ist dein derzeitiges Ziel auf YouTube und im Real Life? Mein Ziel auf YouTube ist, wie gesagt, eine Community aufzubauen. Das hatten wir vorhin schon mal. Und im Real Life ist mein Ziel momentan, das Abi zu schaffen, beziehungsweise erstmal zum Abi zu kommen. Das ist natürlich, ja, einfacher als gesagt, klar. Also ich bin relativ gut in der Schule momentan. Aber trotzdem ist es halt so ein Ziel, ja, Abitur zu schaffen. Und das ist mittlerweile einfach gar nicht mehr so weit weg, weil ich bin jetzt fast 10. Klasse und hier, nee, jetzt wird's langsam ernst. Leute, heute geht's aber ab hier mit den drei Fragen. Draco Felton fragt schon mal wieder drei Fragen. Hashtag fragt Noxy. Erstens, würdest du deine Haare verkaufen, um nach Hogwarts zu kommen? Ja, definitiv. Also, ja, natürlich. Es würde, ja, da würden ja nur meine Haare drunter leiden und ja gut, die würden nachwachsen. Naja, klar würde ich meine Haare verkaufen, um nach Hogwarts zu kommen. Definitiv. Würdest du Harrys Hunter packen, um zaubern zu können? Das eher nicht, weil ich der anderen mit schade. Es ging ein bisschen moralapostelmäßig, aber nein, ich denke nicht. Obwohl zaubern können natürlich eine echt coole Sache wäre. Drittens, würdest du wollen, dass HP real ist, du dafür aber nicht? Ah, na wobei, da würde ich halt anderen so einen riesengroßen Traum erfüllen, sag ich mal. Aber irgendwo ist mir meine eigene Person, das klingt so richtig egoistisch, aber es ist halt einfach so. Meine eigene Person ist mir da irgendwo auch noch wichtiger als HP und deshalb denke ich, dass HP erstmal unreal bleibt und ja, ich denke, das passt, glaube ich, auch so mit dem Fandom. Dann leben wir vielleicht nicht in der echten HP-Welt, aber wir haben wenigstens HP als Fandom, das ist doch auch alles schön. Und ja, dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Die letzte Frage stellt der Fugaro / Noxunity, was ich auf jeden Fall mega cool finde, wenn sich wirklich Leute Noxunity hinter dem Namen schreiben. Fugaro, wirklich mega cool. Hashtag fragt Noxy, bist du genauso hyped auf die Gamescom wie ich, weil ich dich da endlich treffe? Ja, ich bin overhyped auf die Gamescom. Gamescom wird einfach mega cool. Ich werde so viele coole Leute treffen, so viele Leute von euch treffen, so viele Leute treffen, die ich treffen möchte, so viele Kumpels online-mäßig treffen und Gamescom wird einfach nur krass und ja, das kann man eigentlich nicht mehr sagen, aus Overhype. Und mit diesen Worten beende ich dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ein Abo würde mich auf jeden Fall auch riesig freuen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und ja, da würde ich sagen, haut rein und ciao. Wir sehen uns dann beim nächsten Fragen-Oxy oder beim nächsten Video. Und ja, da würde ich sagen, haut rein und ciao. Danke für die vielen Fragen.